Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin gerade in Hamburg und habe einen Skoda Enyaq weggebracht und zwar wieder zurück zu Nico Pliquet, der mir den freundlicherweise für ein paar Tage geliehen hat, damit ich einen Reichweitentest mache. Der kommt übrigens demnächst am Donnerstag wieder auf meinem Kanal. Seid gespannt. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann wollte ich mit Nico ein bisschen quatschen über Elektromobilität, über den Enyaq natürlich, über sein Porsche, über die Ladeinfrastruktur und so weiter und so fort. Und wenn euch das interessiert, ja, dann bleibt dran. Ja, ich bin hier bei Nico Pliquet im Elektrohub hier in Hamburg und von Nico habe ich den Enyaq geliehen bekommen und das Video vom Enyaq, das seht ihr nächsten Donnerstag zu meiner üblichen Zeit. Ich habe einiges erlebt, darüber reden wir gleich noch. Ich bin sehr gespannt, ich habe noch nichts gehört. Aber Nico, du hast jetzt einen YouTube-Kanal, der ist jetzt seit 4 Jahren quasi online. Und wenn ich das so sehe, du hast angefangen mit Lamborghini, Porsche und jetzt bist du bei Elektroautos. Wie kommt der Wandel? 3 Gründe. Der erste Grund, ich bin viele verschiedene Autos gefahren. Ich bin McLaren gefahren, ich bin Lambo hatte ich selber, ich hatte selber 911er. Ich bin aber auch Ferrari. Ich bin viele Autos gefahren und habe ja auch viel auf meinem YouTube-Kanal darüber berichtet. Und das war cool, es war schon geil und so. Ich bin halt mit den Autos aufgewachsen und, was ist aufgewachsen, aber ich habe halt immer davon geträumt. Du kannst sagen, deine Matchbox-Autos. Ja, yeah, genau. Immer autoverrückt und das war cool. Aber, also das klingt ein bisschen blöd, man gewöhnt sich da irgendwann dran, ne? So, wenn man selber die Autos hat, also es klingt wirklich blöd, aber es ist halt irgendwo so. Und auch an die Beschleunigung von so einem Lambo gewöhnt man sich. Und dann saß ich das erste Mal, das muss jetzt ja 2018 gewesen sein, genau, saß jetzt das erste Mal im Tesla Model 3 Performance, hab Gas gegeben und hab eigentlich in dem Moment gemerkt, so okay, Elektromotoren, also da kann man gar nicht mehr drüber diskutieren, Elektromotoren sind einfach die Zukunft, auch in diesem Performance-Bereich. Weil die Beschleunigung hat mich in dem Moment absolut aus den Socken gehauen. Man hat, also wie gesagt, das klingt blöd, aber ich hatte dieses Kribbeln nicht mehr, wenn ich jetzt vielleicht nochmal irgendwie beim alten 650 S von McLaren mit dem Turbolader, wenn der dann reinknallt, dass man dann nochmal so ein Kribbeln hat, weil das irgendwie sich total unsicher und total brutal anfühlt. Da hat man nochmal das vielleicht gehabt. Aber sonst, wenn man im Lambo saß, im 911er sonst was und beschleunigt hat, das war cool, aber das Kribbeln war weg. Und dann Model 3 Performance auf die Tube gedrückt und haben gedacht, okay, ciao. So alles andere, egal, interessiert mich nicht mehr. Ja gut, also bist du quasi über die Beschleunigung, über den Kick zur Elektromobilität gekommen? Ja, oder? Also das ist der eine Punkt. Das war so der Moment, so, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss mich damit mehr beschäftigen. Und dann kam halt hinzu, ich war ja auch viel für Autohersteller unterwegs und habe da viel getestet und auch insane Zeit und bin auch sehr dankbar. Aber man muss halt auch sagen, in dieser Verbrennerwelt tut sich nicht mehr richtig viel, wie ich finde. So, ich war erst beim A200 eingeladen, dann war ich irgendwie beim A35 eingeladen, dann sollte ich irgendwie noch den CLA testen. Das sind alles dieselben Autos und jedes Mal, wenn du dich reinsetzt, denkst du eigentlich so, okay, im A35 habe ich jetzt irgendwie, 100, 200 PS mehr, aber alles andere kennt ihr schon. So, und es, innovationsmäßig passiert da nicht mehr viel. Überall dieselben Motoren. Beschleunigung kennt man irgendwie, Sound ging immer weiter zurück und ist heute an einem Punkt, wo man nicht mehr sagen kann, so oh, geil, klingt das fett, das Ding, weil es ist halt alles nur noch künstlich. So. Aber du hast dich dann so ein bisschen auf Tesla eingeschossen am Anfang, ne, weil es gab ja noch nicht so viele andere Modelle und letztendlich hast du dich aber trotzdem jetzt selbstständig gemacht im Bereich Elektromobilität. Ja. Du hast eine Autovermietung, da habe ich den Enyaq ja her und du hast einen Shop, kaufe deine Wallbox.de, wo man hier so Wallboxen, seht ihr hinter uns, kaufen kann. Mhm. Übrigens, wenn ihr meinen Code MOVE5 verwendet, bekommt ihr hier 5% Rabatt in seinem Shop. Die Adresse blende ich nachher nochmal ein. Aber das hat sich so ein bisschen zum Geschäftsmodell bei dir jetzt entwickelt, oder? Ja. Machst du hauptberuflich jetzt, ne? Ja. Also der YouTube-Kanal ist quasi auch in den Hintergrund getreten. Das ist mehr so Mittel zum Zweck oder nur noch Hobby, oder, weil du hast ja auch eine einige Abonnenten, sage ich mal. Also, da könnte man ja theoretisch auch von leben. Ja, also ich habe halt mit Tesla damals angefangen, weil gerade mit dem, was ich eben gesagt habe, so A-Klasse, so im Raum sieht alles gleich aus, du setzt dich in eine C-Klasse, es sieht überall alles gleich aus. Und dann setzt du dich das erste Mal in Tesla und merkst halt, was eigentlich möglich ist, wenn du
so ein blankes Papier hast und da anfängst, ein neues Auto zu bauen. Da war ich total überrascht. Und deswegen ging es halt dann viel mit Tesla los. Ich habe einen IT-Hintergrund, ich hatte früher eine Firma, habe dann eben 2-3 Jahre YouTube gemacht, habe aber eben gemerkt, dass es bringt zwar Spaß, so, ne, aber es hat mich jetzt auch nicht erfüllt. So, es war spannend, irgendwie die Autos zu präsentieren. Es war, wie gesagt, eine geile Zeit, viele Orte kennengelernt, gesehen. In Spanien, bis Bahrain haben wir Autos getestet. War super cool, aber mich selber hat es nicht erfüllt, dieses Influencer-Dasein. So, das ist nett, und aber ich zum Beispiel auf Instagram, ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr gepostet. Ich habe damals mich schon immer schwer getan. So, ich bin das einmal nicht vom Typ. Zeige aber gern Autos, teste gern Autos, deswegen geht der Kanal auch weiter. Aber ich war halt früher Unternehmer, und da habe ich halt schon gemerkt, so, irgendwas musst du wieder machen. Und dann ist das, ist ja meistens so, wenn du irgendwie ein Unternehmen gründest, dann, ich kenne wenig Leute, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, ich gründe jetzt, ich will irgendwas gründen, und haben komplett ab vom Schuss irgendwas gemacht. Und so kam es einfach bei mir, dass wir mit dem Shop for Tesla oder mit der Vermietung angefangen haben. Da war es eine Lösung für ein Problem, weil ich konnte in Hamburg kein Tesla fahren, außer jetzt irgendwie eine Stunde bei Tesla, und das war mir zu wenig. Und da habe ich mir halt einfach gedacht, okay, dann vermietest du die Dinger, wenn du dir einen holst. Und danach Zubehör für Tesla mit dem Shop for Tesla. Und dann eben haben wir letztes Jahr über Shop for Tesla schon vor allen Dingen Juice Booster verkauft, und dann das so ein bisschen markenneutral zu machen. Also jetzt auch den ENIAC, elektroerfahren.de. Da bewegen wir uns ein bisschen zu Tesla zurück, weg, ein bisschen von Tesla weg. Aber so im Kern ist Tesla Model 3 für mich immer noch das Überauto überhaupt. Und da gibt es momentan auch nichts, was da so richtig rankommt. Aber wie gesagt, du vermietest ja auch jetzt andere Autos außer Tesla, und du sagtest gerade hier, wenn du vom weißen Blatt Papier kommst und so ein Auto entwickelst, was Tesla ja gemacht hat, das machen ja jetzt einige Hersteller, also Stichwort VW ja auch mit ihrer MEB-Plattform, weißes Blatt Papier angefangen oder Polestar oder so. Und jetzt bin ich ja den ENIAC gefahren, und du selber fährst auch einen Taycan. Ich habe ja ein paar Videos von dir gesehen mit dem Taycan. Und obwohl ja die Hersteller mit dem weißen Blatt Papier anfangen, finde ich, ist der Unterschied zu Tesla doch noch ziemlich groß. Also gerade beim ENIAC jetzt habe ich gesehen, ich sag mal so, die Hardware vom Auto ist absolut top. Das können die Deutschen, auch die Tschechen. Die bauen super Autos, also Chassis, Fahrwerk, Verarbeitung, Spaltmaße, tippitoppi, kannst du nicht meckern. Wenn es dann aber um den Spaßfaktor geht oder um die Software geht, da haben wir plötzlich Probleme, ne? Und ja. Das habe ich beim ENIAC jetzt auch wieder gesehen. Also du hast mir auch vorher erzählt, was beim ENIAC bei dir alles nicht funktioniert hat. Hat bei mir teilweise auch nicht funktioniert. Als wir das erste Mal zusammen drin saßen, hat ganz viel nicht funktioniert. Also das seht ihr alles dann in meinem ENIAC-Video Verbrauchsfahrt, wie gesagt, nächsten Donnerstag. Und es hat dann am Ende, also heute zum Beispiel, wo ich ihn zurückgefahren habe, hat fast alles funktioniert. Gestern auch nicht, aber heute ja. Und gerade so in puncto Routenplanung beim Navi, das ist ja so ein bisschen auch das Ding, was essentiell ist. Da finde ich, da ist wirklich noch so viel aufzuholen. Ist mir heute auch wieder passiert, wo ich die Route nach Hamburg hier programmiert habe, hat er mir 3 Routen vorgeschlagen, unter anderem eine über die A7 quasi, die Hannover-Route. Keine Ahnung, warum er die jetzt vorschlägt. Dann weiß man aber nicht auf dem Display, welche Route ist das jetzt eigentlich, die ich auswähle, weil die alle so klein und nebeneinander liegen und du weißt nicht, ist das jetzt die Autobahn oder auch nicht, weil das kann man nicht so gut erkennen. Dann habe ich aus Versehen, bin ich mit dem Finger zu nah ans Display gekommen, ich habe gar nicht drauf gedrückt. Dann hat er sozusagen durch diese Geste, da ist eine Gestensteuerung drin, hat er schon irgendeine Route akzeptiert, ich wusste aber nicht welche. Und das sind alles so Sachen, dann, naja, und die Routenplanung mit den Ladestationen, also suboptimal, habt ihr vielleicht auch schon gehört, wenn ihr selber so ein Auto fahrt, dann wisst ihr das ja, dass meistens Ladestationen vorgeschlagen werden, die viel zu langsam sind. 50 kW sollen beim Auto, was 150 kW lädt, macht irgendwie keinen Sinn. Oder was mir gestern passiert ist, Stichwort Ladeinfrastruktur. Da ist ja Tesla ziemlich weit vorne mit ihrem System. Jetzt sagen alle, ja, aber wir haben jetzt ja auch Ionity, wir haben Fastnet, wir haben NBW und da wird ja massiv ausgebaut und das geht jetzt ja alles schon inzwischen. Gestern war ein mega Unwetter da, wo ich gefahren bin. Ich habe ja eine Verbrauchsfahrt gemacht, ihr wisst das, Rainmaker Tours. Hier war 28 in Hamburg Grad war Sonne, Sonnenschein. Ich bin durch nach Bremerhaven gefahren und ich bin nur durch Schüttregen gefahren. Und dann bin ich wieder zu Goldbach Süd, das ist Langwedel, Verden, die Ecke, zum Laden gefahren, Ladekurve aufnehmen. Ich bin runtergefahren, möglichst weit runter auf 8%. Ich wollte eigentlich noch mehr runter. Ich dachte mir, komm, jetzt hast du 8%, fährst du mal rein an die Ladestation. 4 Ionities auf der einen Seite,
tot. Alle? Alle vier, tot. Schwarzes Bild, schwarzer Bildschirm, nichts leuchtet, alles tot. Hat das Navi was gesagt? Nein. Oh, no, das Navi hat mich dahin gelost. Das Navi hat vorgeschlagen, hey, du hast nur noch 20%, fahr mal laden. Ich sage, okay, ich fahre ja gleich laden, wo soll ich denn hin? Hab geguckt, wo ist Ionity? Schlägt es mir ja auch nicht als erstes vor, sondern es schlug mir ein 50kW-Lader vor, irgendwo in, bei Dudenhof oder so, also so ein Kaufhaus. Ich habe dann Ionity gedrückt, Goldbach Süd, okay, jetzt hat mich dahin gelotst, ich bin noch 3 Runden gefahren, bis ich auf 8% runter war, rausgefahren, alles tot. Zum Glück kann man die Seite wechseln in dieser Raststätte, so ein bisschen halb legal. Ich bin dann zur anderen Seite gefahren, ja, schon mal wegen auch alles tot. Also wir haben 8 Ionity-Stationen, alle tot. Und ich hätte echt Probleme bekommen, von da wieder wegzukommen, wenn dann nicht ein NBW-Lader gestanden hätte, ein 300kW HPC-Lader, der war nicht tot. Also ich frage mich, warum sind die 8 Ionity-Stationen tot und das Navi weiß davon nichts und lotst mich da auch noch hin? Also solche Sachen, das will man nicht. Ne? Ich meine, wir sind ja jetzt so einigermaßen erfahren in der Elektromobilität, aber wenn ich mir so ein Auto jetzt gekauft hätte, gerade angefangen wäre, hätte den zähneklappernd auf 8% runtergefahren und komme da jetzt an die Raststätte und ich kann nicht laden. Ne? Also ich wär, das wäre dann, das Thema wäre erledigt. Ah, krass, gewesen. Das alles... Wirklich? Und ich vermute, das war wegen des Unwetters. Da hat es auch gedonnert und geblitzt. Vielleicht ist irgendwo ein Blitz eingeschlagen. Aber das kann ja nicht. Das muss ja nur Ionity betroffen haben. Oder Ionity hat sie wegen des Unwetters vorsorglich abgeschaltet. Kann natürlich auch sein. Ich habe da jetzt auch nicht angerufen. Aber NBW lief ja. Also manchmal glaube ich, dass bei Ionity noch ein bisschen mehr im Argen ist, was man nicht weiß. Also ich kenne da auch jemanden. Und der hilft mir auch immer irgendwie, wenn jetzt irgendwie Laden mal nicht funktioniert hat oder so weiter und so fort. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass irgendwas da nicht rund läuft. So, dass die Technik zwar steht, aber sie manche Situationen haben, wo es nicht funktioniert oder wo irgendwas ist, was nicht geht. Ein Beispiel, als ich mit einem Taycan auf meiner Höllentour, wo es ja auch das Video gibt, nach Dortmund gefahren bin und bei diesem ersten Lader da stand von Ionity, ja, da hat er beim ersten Mal abgebrochen den Ladevorgang. Und dann bin ich ja ausgestiegen mit der Kamera und da hat man plötzlich gesehen, dass von den 4 Ladesäulen, die da waren, bis auf die, wo ich stand, alle rot waren. Die erste war sowieso schon rot, als ich angekommen bin, aber die anderen beiden waren auch rot. Und in dem Video sieht man auch, wie die anderen beiden, wo ich jetzt nicht dran stand, dann von rot wieder auf grün gesprungen sind. Jetzt also ich habe bei Ionity nachgefragt und die sagen, dass da eigentlich keine Interferenzen zwischen den Säulen sein kann. Aber mal ganz kurz Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass bei mir der Ladevorgang abbricht oder nicht startet und in demselben Zeitpunkt zufällig die anderen Ladesäulen auf rot gehen? Das kann mir keiner erzählen, dass das ein Zufall ist. Das ist sehr verrückt. Ne? Also ich frage mich auch, oder ich hoffe ja, also bei mir war es so, dass ich ein Video hatte, wo ich berichtet habe, dass eine Ionity-Säule, an der ich geladen habe, plötzlich tierisch anfing zu brummen, also mit einem extrem lauten Brummen, sodass ich dachte, hier passiert gleich was. Und das war in meinem Video zu sehen und ich bekam 3 Tage später eine Mail von Ionity, das müsst ihr euch mal vorstellen, die gucken meine Videos und haben mich gefragt, ob ich das näher beschreiben könnte und sie hätten diese Säule untersucht und da wäre kein Fehler festzustellen. Ich kann das auch nicht beschreiben, ich habe es ja im Video gesehen, mehr kann ich auch nicht machen. Aber liebes Ionity, wenn ihr jetzt dieses Video sehen solltet oder das nächste von dieser Probefahrt, dann erklärt mir doch mal, schreibt mir gerne eine Mail, die Adresse findet ihr auf meinem Kanal. Warum waren hier 8 Ionity-Säulen tot und ein NBW ging? Also es kann ja nicht ein Stromausfall gewesen sein, der jetzt die gesamte Raststätte lahmgelegt hat. Also irgendwas muss da gewesen sein. Kann es sein, dass ihr bei Gewitter vorsorglich abschaltet? Das müsste man eventuell wissen als Elektroautofahrer. Dann würde man bei Gewitter lieber zu Hause bleiben oder eben nicht Ionity anfahren. Das würde ich gern wissen. Mal sehen, ob sie reagieren. Keine Ahnung. Würde mich mal freuen. Also ich glaube, Ionity ist ja kundenfreundlich. Zumindest sind sie bemüht. Absolut. Ja? Also ja. Nur, ich glaube manchmal in Deutschland ist es oft überkompliziert, überingeniert und überteuert. Das sind so die 3 Übers, die mir gerade bei der Ladeinfrastruktur immer in den Sinn kommen. Also Tesla hat es aber natürlich auch einfach, das muss man auch ganz ehrlich sagen. So Tesla baut die Ladesäulen, Tesla baut die Autos, Tesla baut die Software dazwischen und es funktioniert. Ich sag mal so, VW baut die Autos, VW ist an Ionity beteiligt, VW baut die Software dazwischen, wo ist jetzt der Unterschied? Richtig, absolut. Also da hast du vollkommen recht. Aber es führt halt doch zu Problemen, weil an Ionity ist halt nicht nur VW wieder beteiligt, sondern bei Ionity wollen die vielen verschiedenen Ladekartenanbieter irgendwie mit reinkommen.
Bei IONITY will auch ein BMW genauso laden wie ein Hyundai oder ein Ford, die auch dran beteiligt sind. Und ich glaube, das ist so ein Brei, wo ganz viele, sorry, wenn ich das so sage, BWLer sitzen, die versuchen irgendwelche, irgendwie alles über einen Kamm zu scheren und irgendwie alles zu lösen. Ja. Aber am Ende des Tages ist nicht zielstrebig. Du bist doch aus der Software-Ecke, hast ja, du gesagt. Deswegen regen mich solche Sachen auch ständig auf. Bin ich ja auch. Ich bin ja auch Elektroingenieur von Haus aus mal studiert vor 100 Jahren und habe ja auch eine Softwarefirma. Und ich weiß, wie das ist. Das ist so ein bisschen auch so wie bei Airbus. Du hast 1000 Zulieferer, du musst irgendwie ein Produkt entwickeln. Ja. Und da gibt es natürlich Reibungsverluste. Und im Projektmanagement ist es halt schwierig, je mehr Leute daran beteiligt sind. Weißt du? Also bei Tesla ist es so, die haben eine Firma, die können das alle selber entscheiden, ne? Und jetzt will VW so ein Ladenetz bauen mit BMW, mit Audi, mit Mercedes, mit Hyundai, mit sonst wem. Und die könnten natürlich sagen, wir haben hier diesen einen Standard, das müsst ihr jetzt alle erfüllen, sonst könnt ihr nicht teilnehmen. Aber dadurch, dass da so viele Player mitspielen, will jeder noch so ein bisschen seine Richtung da reinbringen. Ja. Und am Ende müssen ganz viele Leute zusammenarbeiten und da kommt dann ein Projekt raus, wo nichts richtig passt. Genau. Am Ende hast du dann überall Reibungsverluste. Ja. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Also diese Überingenierung, die wir hier in Deutschland auch betreiben oft, das ist immer, das stellt uns immer ein Bein. Ein Beispiel, als ich bei IONITY ja auch nicht laden konnte mit dem Taycan, also auch da, ich habe es 6-mal versucht und Porsche hat mir hinterher gesagt, dass ich den Stecker irgendwie hoch hätte ziehen müssen. Aber, sorry, Wahrscheinlichkeit, ich habe vorher 20-mal problemlos geladen, warum funktioniert das dann 6-mal hintereinander nicht? Weil ich den Stecker nicht richtig reingehalten habe, wenn es vorher, also, I don't know. Das ist so. Habe ich schon häufiger gehört, aber das kann mir doch keiner erzählen, dass das wirklich das richtig. Problem in dem Moment ist. Wenn jetzt Mieter, die danach wieder losgefahren sind, die noch nie dieses Fahrzeug geladen haben, Stecker reingesteckt haben und es problemlos geladen haben, da muss irgendein anderes Problem gewesen sein. Das kann mir keiner erzählen. Ja, aber mit dem Stecker bei IONITY, das habe ich ja bei vielen Probefahrten gehabt. Ich fahre ja sehr viele Autos auf Probe. Da habe ich fast bei jedem Auto das Problem, dass ich zum Anfang, wenn die Kommunikation noch nicht stattgefunden hat, muss man den Stecker im Prinzip möglichst gerade reindrücken mit voller Kraft, damit irgendwelche Kontakte richtig Verbindung haben. Ja. Wenn du den Stecker loslässt, dadurch, dass der so ein Mördergewicht hat, dann sinkt der irgendwie so weit runter, dass irgendwelche Kontakte nicht mehr richtig geschlossen sind. Aber das ist wurde mir auch gesagt. Also ich meine, da kann man halt, muss man halt auch ganz ehrlich sagen, testet das jemand? Ja, also eben. Testet das jemand? Warum macht ihr die nicht 2 mm länger, die Kontakte? Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Warum? Das sind so Fragen, die kann einem keiner beantworten. Irgendein Ingenieur sagt, ja, das ist so, weil, das ist ganz logisch, weil. Das sagen aber meine Softwareentwickler auch immer, das geht nicht anders, weil. Das ist aber nicht der Ansatz, weißt du? Genau, es muss für den Kunden einfach funktionieren, Punkt, aus. Und da gibt es keine andere Argumentation. Es muss einfach für den Kunden logisch sein, wie es funktioniert und einfach. Ja, und vor allem muss es immer funktionieren. Immer funktionieren. Und da kommen wir eben zu dem Punkt, was ich meinte. Dann bin ich halt an diese E.ON-Säule gefahren, die auf der anderen Seite stand, waren 50 kW Lader und wir sind da mit 4% dran. Und dann hatten wir waren dann irgendwann schon bei 16% geladen, weil ich dann noch gefilmt habe. Und dann hatten wir das Ziel zu Hause wieder eingegeben. Das sind irgendwie noch 50 Kilometer. Ja. Und dann hast du auf diese Ladesäule geguckt und da ist war ein Bildschirm und da siehst du, wie voll der Wagen ist. Und dann ist da also dann hast du einen kleinen Bereich, so viel ist jetzt geladen und so viel muss noch geladen werden. Und dann schreibt die Säule über diesen Balken noch 5 Minuten bis voll geladen. Und es sind irgendwie noch 76%. Wow, das wäre schnell. Bei einer 50 kW Säule. Aber das zeigt mir als Programmierer, dass irgendwo irgendwas nicht richtig interpretiert wird. Das Auto gibt die Zeit raus, 5 Minuten, bis du losfahren kannst. Und die Säule interpretiert das aber, 5 Minuten, bis ich voll geladen bin. Was jetzt in dem Fall nicht schlimm ist, weil das nur für den Menschen eine Information ist. Aber wenn man da mal weiterdenkt, dass offensichtlich irgendwer da Standards nicht eingehalten hat. Entweder Porsche sendet das Signal raus, in 5 Minuten voll geladen, was eigentlich sein, oder ja, sendet das Signal raus, 5 Minuten kannst du losfahren, als 5 Minuten voll geladen, oder die Säule interpretiert das falsch. Aber wenn solche Kleinigkeiten, wenn das nicht mal stimmt, das klingt total banal, aber das zeigt, dass da zu viele Köche irgendwie rumrühren. Ja, viele Kleinigkeiten, die haken, die machen halt ein sehr schlechtes Gesamtbild aus am Ende. Ne? Oder auch eine gesamte User Experience, sag ich mal, die dann am Ende nicht stimmt. Und das ist jetzt wieder das Stichwort bei der deutschen Automobilindustrie. Also so wie ich momentan das Gefühl habe, ist es so, du hast also Analogie, auf der einen Seite hast du das iPhone
Und wo das iPhone rausgekommen ist, haben alle gesagt, was ist das denn? Das braucht kein Mensch, das wird sich nicht durchsetzen. Microsoft hat voll drüber abgelästert. Und das Coolste, was die da entgegenzusetzen hatten, war dieser BlackBerry mit diesen Mikrotasten, wo die gesagt haben, hier, das hier ist das Coole. Da kann man mindestens mit dem Finger hier so richtig Tasten bedienen oder so. Oder mit dem Stift, da kannst du drauf schreiben, ist viel besser. Wir wissen, was sich durchgesetzt hat. Aber momentan habe ich noch so ein bisschen das Gefühl, bei dieser Analogie jetzt, dass die deutsche Automobilindustrie noch so ein bisschen im BlackBerry verhaftet ist. Die bauen super Autos, Hardware, richtig klasse. Ich meine, Porsche, geniales Auto, auch der Enyaq, meine, da kannst du überhaupt nichts meckern. Nee. Ne? Aber so diese User Experience im Bereich Elektromobilität, die sich eben unterscheidet vom Verbrennerfahren, auch von der ganzen Herangehensweise, was die Planung angeht, da sind sie noch nicht angekommen. Ne? Und du weißt ja selber, als Porsche Taycan-Fahrer, hast jetzt Angst, nach Rumänien zu fahren, ja, weil du Schiss hast, unterwegs liegen zu bleiben. Ich muss da gar nicht mal von mir erzählen. Ich kann da zwei Sachen. Einmal, mein Bruder wollte jetzt gerade eine längere Strecke fahren und er hatte für dieselbe Strecke schon mal Tesla. Tesla habe ich gesagt, hier, das ist die Karte, fahr los. Welche Karte? Die Tesla zum Öffnen. Ach, zum Türen öffnen. Türen öffnen. Nicht, Tesla braucht man keine Karte zum Laden, sondern nur zum Türen öffnen. Übrigens auch ein Punkt hatte ich neulich in den Kommentaren, wo jemand geschrieben hat, dass niemand oder dass die Tesla-Fans da nicht mal drüber reden, dass Tesla reduziert und keine Schlüssel mehr rausgibt, sondern nur noch so eine billige Karte. Er hat das kommentiert, als wenn die einfach sparen wollen. Aber ich finde das voll ausreichend. Es ist genau eben, wie du gesagt hast, beim iPhone. Das hat auch keine Tastatur mehr. Hat auch keinen Stift mehr. Haben sie gespart. Haben sie gespart, aber ja, also keiner wünscht sich heute mehr eine Tastatur. Genauso wie ich mir keinen Schlüssel für den Wagen wünsche. Hm. Ja, wie gesagt, ich habe ihm das Auto einfach gegeben und er ist losgefahren. So, ne? Ich habe mir keine Gedanken gemacht. So, ich weiß, Navi klärt. Jetzt hatte ich das letzte Mal, als er fahren wollte, keinen Tesla, weil die vermietet waren. Und ich habe echt Schweißtreiben bekommen, weil ich überlegt habe, wo muss der hin? Ich muss mal ganz kurz gucken, wo kann er laden? Ich hätte ihn nicht einfach in dieses Auto gesetzt und gesagt, fahr los, weil er wäre irgendwo in der Walachei gelandet, wäre total genervt wiedergekommen, hätte mir gesagt, das ist ein schlechtes Auto oder das dauert mir alles zu lange mit Elektromobilität und ich will ihn... Siehst du, jetzt kommt die Kaffeemaschine her. Also genau, das wäre mein Problem da gewesen. Und das andere Beispiel, der war jetzt, letztes Wochenende war vermietet von einem Pärchen, die überlegen, sich einen e-tron GT zu holen. Mhm. So, und haben sich halt immer jetzt, also genau, Audi e-tron GT und Taycan ist ja fast dasselbe. Und die haben wirklich viel, die sind glaube ich 1200 Kilometer gefahren. Aber die haben mir halt auch erzählt, dass sie erstmal während der Fahrt gemerkt haben, dass sie alle Apps auf ihren Handys brauchen. Auf dem iPad haben sie sich die Apps runtergeladen. Das heißt, die Frau saß da die ganze Zeit nur und hat die Ladestation rausgesucht. Und so ging es uns ja auch. Laura saß, als wir nach Frankfurt gefahren sind, auch die ganze Zeit da und hat Ionity rausgesucht. Man nutzt das System nicht, weil man innerhalb von 10 Sekunden merkt, dass es einfach eine Vollkatastrophe ist. Und das ist am schlimmsten tatsächlich im Taycan, in einem Fahrzeug, was über 100.000 Euro kostet, liegt zum einen an dieser Langsamheit dieses Systems und an der Routenplanung. Ich meine, der sagt einem teilweise, dass man irgendwo für eine Minute laden soll und dann irgendwie 1% mehr hat, um dann eben statt mit 8% mit 9% beim Ionity-Lader oder bei einem Schnelllader anzukommen. Wo du denkst so, testet ihr das eigentlich? Also dann, die Leute müssen sich doch da mal reingesetzt haben und das getestet haben, bevor sie es an Kunden verkaufen. Ich meine, der Wagen ist seit fast 2 Jahren auf dem Markt und ich habe jetzt schon die neue Software. Und da fragst du dich halt echt, wie die da langfristig mal Kompetenzen aufbauen wollen. Weil ich meine, es ist ja nicht erst seit heute so, dass man gemerkt hat, dass digital wichtig ist, sondern irgendwo haben sie es ja gecheckt und wollten beim ID neue Systeme rausbringen. Aber das ist ja im ID3, im Enyaq, was genau dasselbe System ist, jetzt auch kein Quantensprung. So, nee, das im ist, Gegenteil. Ja. Es ist aber wirklich so, dass ich sagen muss, was Software angeht, da führt wirklich kein Weg an Tesla vorbei. Man kann ja, was das Auto angeht, geteilter Meinung sein. Die einen lieben es, ich gehöre auch dazu, ich liebe Tesla. Die anderen hassen es, wegen der Spaltmasse, wegen der Verarbeitung, grundsätzlich, weil es ein amerikanisches Auto ist.
grundsätzlich, weil es ein Elektroauto ist und so weiter. Das kann ja alles sein, aber wenn man die Software vergleicht, das sind zwei verschiedene Welten. Erste Liga, zweite Liga, würde ich mal sagen. Ja, das ist also dritte Liga. Also, noch schlimmer, würdest du sagen. Viel schlimmer. Wie ist das denn bei dir? Du bist ja jetzt quasi voll drin in der Elektromobilität und du willst ja den Leuten das nahe bringen, damit die sich dafür begeistern, ne? Und wenn du dann aber so Leute hörst, die wirklich eine Stammtischparole nach der anderen raushauen, so nach dem Motto hier, Verbrenner fahren ist viel umweltfreundlicher, weil wegen der scheiß Akku ist das alles Grütze, taugt nichts. Fühlst du dich da irgendwie herausgefordert, dass du sagst, ey komm, das muss ich jetzt mal richtig stellen oder auch im Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder auch hier im Kundenkreis, bist du da irgendwie missionarisch noch unterwegs oder lässt das einfach laufen und sagst, ja komm, ich hab deine Meinung mir. Ja, also ich habe manchmal einen Friemel, dass ich YouTube-Kommentare, sehr häufig YouTube-Kommentare auch kommentiere mit genau solchen Sachen. Ich plane jetzt aber auch noch mal ein bisschen mehr Videomaterial dazu rauszubringen, weil viele Leute es, glaube ich, immer noch nicht gecheckt haben, warum wir es eigentlich machen. So. Und dass wir, also natürlich ist kein Produkt, was wir hier in der westlichen Welt kaufen, ist irgendwie 100% umweltfreundlich. So, das müssten wir in unserem eigenen Garten angepflanzt haben, damit es umweltfreundlich ist, weil oder mit dem Fahrrad vom Bauern geliefert bekommen haben. Nur das verstehen halt Leute nicht und gucken beim Elektroauto natürlich nochmal umso genauer hin, weil sie es von vornherein ablehnen. So, und dann sucht man natürlich die negativen Sachen und hackt darauf rum. Klar, also ich persönlich glaube ich, dass Umweltgedanken hin oder her, damit alleine werden wir niemanden überzeugen. So, das ist einfach gesellschaftlich nicht machbar. Es gibt viele Menschen, die darauf achten, die da deswegen vielleicht schon wie du schon von einer langen Zeit angefangen haben, elektrisch zu fahren. Ich glaube, den Großteil der Leute müssen wir darüber überzeugen, dass es funktioniert und dass es Spaß macht. Bei den ganzen Mieten, die wir mit Tesla gemacht haben, da kam keiner wieder und hat gesagt, das ist ein schlechtes Auto, sondern alle kamen mit so einem breiten Grinsen zurück, wollten das Ding eigentlich nicht wieder hergeben und ganz, ganz viele haben sich danach ein Auto gekauft. Man muss die Leute einfach reinsetzen, am besten in eine Model 3 Performance, so die wenigsten kaufen sich hinterher eins, ja, klar. Aber es bringt Spaß. So, und das ist der Trigger, der bei den meisten Menschen ankommt. Es bringt Spaß, ich setze mich da rein, ich habe jedes Mal Bock zu fahren. Das war bei mir genau dasselbe. So, ich hatte dann glücklicherweise ja von Tesla, bevor ich jetzt gekauft habe, für 3 Tage einen Wagen bekommen, eben weil ich YouTuber bin. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich jeden Morgen aufgewacht bin und gedacht habe, so geil, das Auto steht unten und jetzt kannst du wieder fahren. Und das hatte ich, hatte Pressewagen für 2 Wochen, sondern einen Tag fährst du und die restlichen Zeit steht eigentlich nur rum. Ja, ich weiß das, weil ich meine, ich fahre ja selber seit 3 Jahren und es ist nur ein Model S 75, der ist jetzt nicht der performanteste, 5,4 Sekunden statt 3,9 oder so. Was macht der Performance? 3,3. 3,3, okay. Er ist total langsam im Vergleich, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich auch nur zur Arbeit fahren kann damit. Ne? Aber jetzt mal zurück zu deiner Tour mit dem Taycan. Hast du dich jetzt schon entschieden? Fährst du jetzt mit dem Taycan nach Rumänien oder gehst du auf Nummer sicher? Nee, jetzt machen wir es. Jetzt ziehen wir das durch. Durch. Wann ist es soweit? Ende Juli. Das heißt, wir dürfen dann wieder einen Roadtrip erwarten, Anfang August. Genau, also das muss mal gucken, wo ich es dann direkt da schneide. Aber das, also wir haben jetzt schon festgestellt, wenn bis dahin kein Software-Update mehr kommt, wir werden uns einfach im Navigationssystem die Ionity-Lader einprogrammieren. Kannst du als Favoriten wahrscheinlich speichern, ne? Genau. Und dann die Routenplanung von dem Navi deaktivieren und dann einfach dahin fahren. Also, anders geht es, glaube ich, nicht. Also ich habe mittlerweile verstanden, wie dieses Navigationssystem funktioniert. So, es will halt auf gar keinen Fall dem Menschen, der hinterm Steuer sitzt, sagen, dass er jetzt langsamer fahren muss oder dass er irgendwie auf seine Reichweite achten muss. Das macht er am Anfang einmal, indem er irgendwie den Range-Modus vorschlägt, aber danach nie wieder. So, das ist halt dieses Porsche-Denken. Ne? So, wir haben keine Rekuperation, weil die Leute sollen möglichst einfach vom Verbrenner umsteigen. Finde ich aus meiner Perspektive absolut sinnlos, weil manchmal musst du das einfach sagen, um schneller am Ziel anzukommen, um nicht so frustriert zu sein. Aber deswegen sagt er halt, hey, dreh jetzt nochmal um und lade oder deswegen lade jetzt nochmal 1%. Aber trotzdem, damit kannst du nicht Langstrecke fahren und bis Budapest haben wir die Ionity-Lader und danach, bei Tesla hatten wir letztes Jahr noch kurz vor der rumänischen Grenze einen Supercharger.
Da muss ich noch mal in den Videos gucken, da war aber, glaube ich, auch ein 50 kW Lader für die anderen. Mhm. Das heißt, zudem werden wir dann auch mit dem Taycan fahren und danach hatten wir letztes Jahr auch keine Supercharger mehr. Das heißt, eigentlich von der Strecke sollte es okay sein. Es wird halt nur spannend, ob wir dann laden können, weil nicht vielleicht doch irgendwas im Auto nicht stimmt oder weil Ionity spackt oder keine Ahnung. Okay, aber deutsche Autoindustrie wird, was Elektroautos angeht, sicherlich noch ein bisschen aufholen müssen sie, sonst sehe ich da ein bisschen schwarz. Ja. Tesla selber jetzt hier in Berlin-Brandenburg, Model Y, was schätzt du, wann gibt es die ersten? Ich hoffe schon irgendwie, dass es November, Dezember noch losgeht. Ne? Willst du einen bestellen? Wir haben schon einen bestellt. Habt ihr schon? Ja, also wir werden sicherlich auch dann zwei hier haben, wenn die da sind. Es wird spannend für Tesla. Ne? So das, also ich glaube, mittlerweile ist jedem bewusst, dass Tesla kein One-Hit-Wonder irgendwie ist, so die irgendwie nach 5 Jahren wieder, oder 10 Jahren, oder wie lange sind sie jetzt da, noch nicht so lange, die wieder verschwinden werden, sondern die werden, glaube ich, nachhaltig das ganze Automobilsegment massiv prägen, wahrscheinlich noch im Energy-Bereich, da nochmal ein bisschen nach vorne pushen mit Solar und Powerwalls. Genau. Die Leute denken immer, Tesla ist nur ein Automobilhersteller. Ist es ja eigentlich gar nicht. Erstmal ist es eine Mobilitätslösung, wie sie immer sagen. Und sie machen eben auch Energie mit Speichern, mit Solardächern und so weiter. Und da ist das Geschäft auch ziemlich groß. Und naja, das sieht man gar nicht. Ladesäulenanbieter. Ladesäulenanbieter, ja, genau. Also, gut, in dem Sinne, das Video dauert schon ziemlich lange, müssen wir langsam hier Schluss machen. Nico, ich danke dir nochmal, erstmal dafür, dass ich den Wagen leihen durfte. Kein Was Problem. Genau passiert ist, das seht ihr dann im Video ich nächsten Donnerstag. Ich bin schon Donnerstag. Sehr gespannt. Und es wird ziemlich lang, ich erzähle auch ziemlich viel, was mir so aufgefallen ist. Und ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert auch Nikos Kanal, verlinke ich hier oben. Er hat zwar schon 130.000 Abonnenten. Da wieder. Kannst du mal ein paar abgeben. Wir waren schon bei 129.200. Wie viel warst du? 130 haben wir jetzt gerade. Ja, 130. Ja, und wir waren aber auch schon mal bei 129. Also wir waren schon mal bei 130. Ach so, dann bist dann du wieder 129. Gesunken. Und so langsam, glaube ich, habe ich ein Jahr stagnieren überstanden und jetzt wächst es wieder. Kennst du auch den Spruch? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Naja, wenn man den Wandel von Verbrenner zu Elektro macht, da stößt man schon ganz schön viele. Du hast viele Petrolheads verloren wahrscheinlich. Ja, genau. Also grundsätzlich bin ich immer gewachsen. Ne? Mhm. Also ich habe Abonnenten hinzubekommen, aber ich habe halt auch viele, ich bin nicht gewachsen, ich bin nach wie vor stagniert, aber also ich habe viele hinzugewonnen, aber auch sehr viele verloren. Sozusagen. Genau, es ist so ein aber nichts, also abseits deines YouTube-Kanals bist du ja auch Unternehmer, Geschäftsmann, sehr erfolgreich, wie ich höre. Und da wünsche ich dir auch viel Erfolg weiterhin. Danke. Und wenn du Model Y hast und ich noch keins habe, dann leisten wir es wieder, ne? Ja, klar. Du bist klar. Wir haben ja noch ein paar Autos. Es kommt auch noch der Ioniq 5. Den kriegst du auch noch? Ja, dies aber leider auch erst im August. Erst im August? Ja, dann kannst du mich schon mal reservieren. Will ich unbedingt fahren. Kriegen wir hin. Okay. So viel zum Thema. Danke euch fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wie gesagt, Kanäle abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.